Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hey, lol. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen sie keinem und sagen sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Okay. Dann vielleicht hier rechts abbiegen. Wieso auch immer jetzt die Tür offen ist. Da war doch gerade hier der Dr. Wernicke, oder? Das war der auch bestimmt. Block B. Mann, ey. Mal gucken, ob dieser scheiß Schreck hier noch kommt. Der Toilettenschreck. Scheint irgendwie nicht so. Wer weiß, was hier gleich noch kommt. Der Fette ist ja weg. Alter, ey, ohne Mist. Wo zur Hölle bin ich hier? Cola, drink it. Ja, da tue ich schon die ganze Zeit. In meiner unfassbar langen Aufnahmesession von bislang 2,5 Stunden. Alter. Na voll. Was ist das überhaupt für ein Kackgeräusch die ganze Zeit? Toll, man sieht gar nicht, ob es links oder rechts ist. Was ist denn dieser Billy? Oh mein Gott! Warum war das wieder hier? Scheiße! Scheiße! Nein! Na, oh! Öde. Ja, plötzlich entsteht. Keine Ahnung. Einfach hier lang. Oh mein Gott. Einfach rennen. Macht doch eh keinen Sinn mehr hier. Ja. Fickt euch doch. Fickt euch doch alle. Fickt euch doch alle. Klappt bestimmt. Oh mein Gott. Ja, nochmal dekontaminieren. Alles supi. Kommen wir jetzt wieder entkommen? Ich glaube schon. Kein Plan. Also gut ist das ja hier nicht, ne? Hinweis an alle persönlich von fachärztlichen Berater MM8 Rudolf Wernicke. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung, vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Okay, bla bla. Ich blick da nicht mehr durch. Dafür bin ich zu brainfucked. Ist das hier jetzt Billy? Ist das das Gerät? Ich glaube, das ist das Gerät. Wovon ihr alle reden. Na, guck mal. Nochmal schnell eine Batterie mitnehmen. Drehe das Ventil der Flüssigkeitsbehälter zu. Boah.
Das sieht ja gar nicht krank aus. Ja, wunderschön. Echt wunderschön, das Spiel. Hi. Du auch hier. Ist er nicht mein Helfer? Sublab Generator. Das ist abgeschlossen. Da kann ich jetzt gar nicht lang. Das ist ja wieder mal frech. Aha, hier kommen wir lang. Wo finde ich denn jetzt dieses Kackventil? Hä? Okay. Ab hier hoch. Schön. Hier ein Ventil. Irgendwo. Ein Dokument ist immer gut. Dokumente sind immer super. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Oh, erstmal strecken. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann. Und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, um die Welt nicht größer... dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken darin, der geboren ward. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein als seine Mutter, ist ihm erlaubt. Natur ist ihm erlaubt. Keine Ahnung, check ich nicht. Ohne Scheiß. So, dreh mal schön hier. Okay, jetzt müssen wir die Stromversorgung durchbrechen. Wahrscheinlich muss er jetzt da hoch, oder? Erstmal geht mir doch der Wallrider wieder auf den Sack, oder? Ah, ich renne einfach mal. Ich sehe allerdings nichts. Keine Ahnung. Okay, das ist jetzt irgendwie, diese Nahrungszufuhr ist jetzt weg oder was? Ah, da oben ist jetzt die Tür offen. Hä, wo ist denn der Wallrider jetzt hin? Egal. Okay, ich glaube hier hoch, oder? Was ist der denn? Ich höre die ganze Zeit nur diese hektische Mucke, ey, ohne Scheiß. Versuche aber gerade mal ruhig zu bleiben. Boah, wie lange geht denn das noch hoch? What the fuck? Jump! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist immer noch hinter mir. Alles easy. Ah. 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 Oh, er kommt hier nicht hinterher. Alles klar. Mein Gott. Und wieder was Schönes. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Murkoff Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado. Das Formular ist Standard und allen wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten in Klammern grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Aha. Na dann. Ach,
den Strom weg. Und jetzt ist er. Wo denn? Wo muss ich das denn jetzt wieder machen? Tja. Okay, er wird jetzt schon gehen. So. Einfach mal laufen. Einfach laufen lassen. Wahrscheinlich jetzt irgendwie direkt vor der Kugel. Oh mein Gott, ich bin nicht gesprungen. Lol. Es hat sogar, es war sogar eh geplant. Hammer nice. Danke. Für das nach unten bringen. Sehr nett von ihm. Hui. Hopp, 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 hopp. Und du? Wo? Oh Leute, da war noch ein Dokument daneben. Aua! Ja, cool, können wir uns auch noch das Dokument angucken. Juhu! Work of Psychiatric Systems. Morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer der morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung durch Anästhetika auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großem Schmerz führt, die das Experiment unterbrechen könnten. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich betätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Ah ja, das ist natürlich doof. Wen komme ich denn jetzt? Also haben wir jetzt das Ding hier kaputt gemacht, oder? Ich glaube, hier muss ich lang. Ich glaube, wir sind richtig am Sack. Den letzten Zügen des Wallriders. Ich glaube, den haben wir jetzt aufgelöst damit, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden oder habe ich alles nicht verstanden? Und jetzt sind wir ein bisschen verletzt natürlich von dem Herumfliegen von gerade. Ist natürlich alles scheiße. Ah, und immer wieder auf den Zeigefinger, der nicht mehr da ist, gucken. Ah. Ich habe schön roten Kopf, fällt mir mal gerade so auf bei der Kamera. Krass. Egal. Ach, guck mal, es gibt doch hier Überwachungskameras. So. Krüppel, 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 Krüppel. Komm, jetzt haben wir es doch wohl gleich geschafft. Da muss doch echt gleich geschafft sein. Kann doch nicht wahr sein. Ach, jetzt verrecke ich ja doch nicht. Lol.
Jetzt sind wir einfach verreckt. Ja, sicher. Alter. Oh Mann. Oh Gott. Da hat am Ende der Wernicke uns kaputt gemacht, beziehungsweise seine Kollegen. Das ist ja frech. Alter. Jetzt bin ich echt. Ich hab das Ende nicht mehr kapiert, muss ich ehrlich sagen. Hä? Checke nicht. Wir sind am Ende verreckt. Weil ich ganz schön scheiße finde. Und jetzt sind die bösen Machenschaften von Dr. Wernicke immer noch nicht erkannt worden. Also veröffentlicht worden. Frech. Sehr frech, sehr frech, sehr frech. Egal. Ja. Krankes Game. Richtig krankes Game. Fazit, richtig gutes Game. Für Leute, die sich wirklich über Schocker freuen und Panik kriegen wollen und sich hier brainfucken wollen, mindfucken wollen, dann ist das genau das richtige Spiel. Die Sache ist nur, wenn ihr euch jetzt das Let's Play angeguckt habt, dann lohnt es sich nicht mehr dazu kaufen. Wenn ihr allerdings jetzt zufällig nur das Fazit hier seht, dann sage ich, guckt euch das Let's Play alternativ an, weil es ist ein sehr gutes Spiel. Oder spielt selber. Denn da waren schon eine Menge Schockerlebnisse drin, die ich nicht erwartet hätte und die mich ganz schön doch haben zittern lassen. Und Panik am Ende war auch ganz schön krass. Ey. Immer vor dem fetten Schwein abhauen oder vor dem Typ mit den Scheren. Ich werde bestimmt heute Nacht träumen, wenn der mir mein Fingerchen abknipst. Nee. Krass. Das war auch, glaube ich, meine längste Aufnahmesession, die ich je hatte in einem Stück. 2 Stunden 41 nehme ich jetzt auf. Ja. Gegen Ende habe ich echt wirklich leider nichts mehr verstanden. Aber na gut, mach's nix. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich hoffe auch, dass ihr einschaltet. Denn ich denke, ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber ich denke, morgen wird dann Amnesia losgehen. Ja, zweite Teil ist raus. Direkt weiter mit einem Horror-LP, aber ich verzweifle schon fast, dass das nicht an Outlast dran halten wird. Aber egal, ich lasse mich natürlich eines Besseren gerne belehren. Auf jeden Fall, wie gesagt, bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Let's Play, ne? Vielleicht halt schon morgen. Haut rein, tschüss!